Nach meinem Wettkampf am Wochenende waren die Beine recht fit gewesen. Ich habe in der Kniebeuge begonnen mit 70%, 4 Wiederholungen, hatte heute meine Kniestulpen vergessen, aber es ging auch mal so. Dann habe ich Steigerung gemacht auf 75%, bei dem Gewicht bin ich dann geblieben, 3x3 und zwischen den Sätzen wurde dann Explosivkraft ausgeführt. Ich habe da mir eine neue Übung herausgesucht. Man sitzt sich auf so einen Kasten, ich habe hier unseren Bierkasten genommen und springt dann aus dem Sitzen hoch auf das Podest. Auch hier 3x3. Wenn ich mich hinsetze, werden die Beine entspannt und dann explosivartig hochspringen auf das Podest. War am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber wenn man den Dreh raus hat, ist es dann ganz simpel. Explosiv abspringen, wie gesagt. Dann kam der zweite Satz mit 3x3. Ich habe dann schon gemerkt, ne, die Beine werden ein bisschen müde. Ich hatte auch relativ kurze Pausen gehabt zwischen den Sprüngen und den Kniebeugen. Ich war heute etwas unter Zeitdruck und die Höhe von diesem Block ist nicht allzu groß. Nach dem Sprung kam dann allerdings 5 Minuten Pause und da habe ich schon gemerkt, na, das wird jetzt eine schwierige Aktion bei der Kniebeuge. Allerdings hat das auch gestimmt, denn die dritte Wiederholung, da habe ich einen Filmriss bekommen und ich habe die Handeln da hinten abgeschmissen. Ja, da kam der letzte Sprung und dann war Feierabend. Zu Hause hatte ich Nudeln gekocht mit Hähnchenfleisch und Kräutern. Das habe ich dann so leicht scharf angebraten. Und dann gab es einen selbstgemachten Salat mit Kräutern, Gurken, Zwiebeln, Tomaten und Joghurt. Ich habe dann noch Kräutertee dazu getrunken und das war alles gewesen für heute. Heute beim Studiodrücken 75% auf der Bank, 5x4 und ich habe das Training heute kurz gehalten, da ich terminlich sehr, sehr eingespannt war und ich musste dann halt noch meine Wege erledigen, alles so bis 20 Uhr. So, ich hatte dann die 5 Sätze alle durch und bin dann zum WordPress übergegangen, auch mit 5 Sätzen und 4 Wiederholungen mit 80% und 17 cm Höhe. Nachdem ich das alles durchgedrückt hatte und trainiert habe, bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Kurzes Training, aber sehr intensivvoll. Macht's gut!